Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Neil's Place. Meine lieben Freunde, ich habe das Spiel Paranormal vor mir und das hier ist tatsächlich der zweite Anlauf, dass ich es versuche zu spielen. Ich habe es schon einmal heute Nacht gespielt. Ich weiß nicht, ob ich das Video hochstellen kann oder werde, weil mein Gesicht dabei unglaublich ruckelig war. Ich hoffe sehr, dass das mit der jetzigen Software besser läuft und dass ich dann auch ein Video machen kann, das Sinn macht. Heute Nacht war ziemlich übel. Ich hatte ein bisschen Angst. Hello, my name is Mattel Clark. I work at home as an artist. And, my house is haunted. Lately, things have Ja, been going bump at night. passiert. A lot. So, I bought this Alright. camera to show everyone I'm not crazy. Und ich frage nochmal, warum genau läufst du nicht einfach, Gottverdammt nochmal, aus diesem Haus raus und lässt die ganze Sache hinter dir? Und stattdessen holst du dir diese Kamera und nimmst das ganze Zeug auf und lässt dich umbringen? Das macht für mich keinen Sinn, aber gut. Wenn das Video, was ich heute Nacht gedreht habe, noch nicht draußen ist, wisst ihr vielleicht noch nicht, wovon ich rede, aber Gott, ich hatte schon ein bisschen Angst, wirklich. So, da haben wir das alte Problem. Welcher Knopf ist Fire? Aber es war, glaube ich, die Maustaste, worauf ich ewig nicht gekommen bin. Ja, es war die Maustaste. Ich habe die ganze Zeit auf der Tastatur herumgesucht. So, wir sehen jetzt also hier das Haus und es ist der 1. Juli. Und wir gucken uns ein bisschen um. Vielleicht ist es auch gar nicht schlecht, dass ich die Steuerung schon mal ein bisschen getestet habe. Dann weiß ich zumindest, wie ich mich bewege. Okay. Da hinten flackert das Licht. Und meine Kunstwerke gehen hier ein bisschen ab. Wow. Ganz ruhig bleiben. Es ist nur irgendeine Tonne. Hallo, kleiner Mann. Möchtest du auch gehen? Nein, du blockierst nur meine Tür. Ich verstehe wirklich nicht, warum der Mann nicht einfach verschwindet, weil es ist ja wohl absoluter Blödsinn, hier zu bleiben, wenn hier eindeutig solche Sachen vor sich gehen. Na, was dampft denn hier? Was? Der Kühlschrank ist explodiert. Gut, dass ich da nicht so viel drin hatte. Wo könntest du ein bisschen ruhiger gehen? Es regnet. Es ist wesentlich weniger unheimlich als heute Nacht. Da bin ich auch ganz froh drüber. Macht das Ganze aber natürlich auch weniger spannend für euch. Hello. Nobody there. Was war das? Ich möchte offenbar nicht Fernsehen schauen. Aber es passieren andere Dinge, das finde ich schon mal interessant zu wissen. Und beim letzten Mal. Möchte ich wissen, was da passiert? Oder sollte mir das lieber egal sein? Scheinbar ist es mir egal. Das hier ist mein Schlafzimmer. Hier kann ich meine Kamera wieder aufladen, indem ich schlafen gehe. Was ich ziemlich krank finde, da ich in so einem Haus, glaube ich, keine Sekunde auch nur ein Auge zubekommen würde. 11. August 1984. I'm not alone in this house.
I can feel Marcus watching. He knows about Jeremy. He knows about the baby. I've never been a religious woman, but I need Christ now more than ever. 23. August 1984. I woke up this morning only to find Jeremy dead in the bathtub. The water was red with blood. Marcus did this. He killed his own brother. My only reason for living is the baby within my womb. The lights keep flickering. The banging noises won't let up. The doors keep slamming. Marcus is angry. September 7th, 1984. I wish he could kill me already. Kill the baby. I don't even care. Just stop the pain. I hate him. I hate you, Marcus. I hate you. Dieses Schlafzimmer ist ziemlich sicher. Ich mag das Bild. Mir das jetzt. Gucken wir uns das mal an. Ich liebe das Spiel. Aber es möchte mir nichts sagen. So, jetzt lädt sich meine Kamera wieder auf. Es war sehr, sehr viel ruhiger als heute Nacht, muss ich gestehen. Heute Nacht ist gleich am ersten Abend wirklich die Hölle. Was passiert da? What the fuck? Ist es ein Mülleimer auf dem Tresen? Markus! Was hast du mit dem Müll? A new day with new hauntings. Irgendwann scheint die Zeit abzulaufen. Ich weiß nicht genau. What the fuck? Wow! Immer schön explodieren und so, ja. Was ist? Da war ein Bild drin. Oh, ein Bild einer Frau. Das Wasser läuft ein bisschen über. Wer war das? Hey, Spiegelguy! Möchtest du mit mir sprechen? Uah! Das war ein bisschen unheimlich. Okay, Spiegelguy, bleib in deinem Spiegel. Ich habe eigentlich nur rhetorisch gefragt, ob du mit mir sprechen willst. Okay, ich schaue mich weiter im Haus. Uah! Jungs, könntet ihr aufhören, euch vor meine Türen zu stellen? Das stört ein bisschen. Flashlight on. Flashlight on. Hello. What is this? Jungs, habt ihr irgendwas gegen mich? Wollt ihr euch nicht vielleicht hinlegen? Oh. Ich hab Absicht. What the hell? Ah, immer wenn es interessant wird, schaue ich gerade weg. Was passiert da? Hey! Er verfolgt mich! Okay, okay. Genug ferngesehen. Fernsehen ist ungesund. Was? Ah! La la la. Nichts Schlimmes, es regnet nur draußen. Warum bin ich so klein? Bin ich ein Zwerg? Ich reich ja kaum über die Fen- ah! Ah! Ja, hallo. Ich wusste gar nicht, dass ich ein solcher Künstler bin, und es ist wieder weg. Zu nah rangehen, verschwinden die Dinge offenbar. Sollte dann alles zu nah rangehen. Du hast Augen, die sich bewegen. Was passiert? Hey! Hallo! Vielleicht bin ich auch einfach ein ziemlich guter Künstler und das ist alles eingebaut. Ich finde das praktisch. Da! Was lacht hier? Wer lacht mich aus?
Na komm raus. Du willst mich auslachen? Komm her. Oh. Mein Smartphone vibriert. Und diesmal sogar im Spiel und nicht außerhalb. Da. Scheinbar will niemand rangehen. Hä? Der Wasserhahn läuft. Kinder, macht den Wasserhahn aus. Wasserverschwendung ist nicht gut. Es sei denn, das ist eins von diesen magischen Waschbecken, die meine Fähigkeiten verbessern. Okay. Nichts mehr los hier? Alles ruhig? Der Kühlschrank könnte noch wieder zugemacht werden. Aber der Strom scheint mir egal zu sein. Was geht hier vor? Offensichtlich hört jemand mein Radio. Oder ist es wieder der Fernseher? Ist mir irgendwie schwindelig? Warum taumelst du so? Okay. Du gehst aus dem Weg. Gehst du bitte? Danke. Okay, ich will mit mir sprechen. Die! I. Die. Hey! Die! Okay. Die, das war jetzt nicht, womit ich gerechnet hatte. Beim letzten Mal hat er nämlich was anderes gesagt, als ich das gespielt habe. Da hat er nämlich Markus gesagt. Markus war irgendwie sympathischer als Die. Okay. Das ist eine Überwachungskamera von dem Flur, vom Treppenhaus. Aber es passiert scheinbar nicht so viel. Oh, war das Bild da schon immer ein... Ein Bild von einem Totenschädel mit einem Baby? Ah, ha, ein Erdbeben! Ja, genau der richtige Zeitpunkt zum Aufwachen. Komm, aus dem Bett. Steh auf! Gott, du kannst doch nicht weiterschlafen dabei. Scheinbar kann er doch weiterschlafen. Ja. Der Mann hat einen gesegneten Schlaf. Okay. Schauen wir uns um. Tür auf. Oh, gut, feine Figur. Nichts Schlimmes, scheinbar. Alles ist in Ordnung. Alles in bester Ordnung. Ich lebe in einem Geisterhaus. Alles ist gut. Wenn ich einfach nicht hingucke, dann kann mir eigentlich auch nichts Schlimmes passieren, oder? Ich muss einfach nur so tun, als wäre gar nichts los. Okay, Leute, Kinder schreien. Es wird auch immer lauter, das Kinder schreien. What is that? Was zum... Ich kann mich nicht bewegen. Was passiert? Wow! Okay, was war das? Ja, gut. Wieder kleine Lichter. Es klopft wieder an der Tür. Ich sollte zur Tür gehen. Hallo? Jemand da? Du stehst im Weg. Ich kann die Tür nicht öffnen. Na gut. Kein Besuch für heute. So, dann gehe ich nochmal in die Küche. So die üblichen Orte abgrasen. Hauptsache, wir sehen irgendwas.
Ich weiß immer noch nicht, warum ich das möchte, aber wenn ich das sowieso schon mal tun kann, dann sollte ich es auch machen. Der Kühlschrank arbeitet auf Hochtouren, was ich auch verstehen kann, da ich die Tür die ganze Zeit offen lasse. Ja, nothing interesting here. Das gefällt mir. Back upstairs. Oh, it's really dark in here. Hallo! Wow! Ich glaube, alles explodiert einfach wahllos. Ja. Flickering lights. Der Trick ist so alt. So alt. Badezimmer. Hello, Spiegelguy. Willst du mich nochmal erschrecken? Zweimal falle ich auf den Trick nicht rein. Buh. 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 Na komm. Buh. Na, ich weiß doch, dass du kommen willst. Komm. Buh. 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 Na, na. War jetzt nicht so spannend. Er traut sich nicht mehr. Ich bin einfach zu gut für ihn. Ja? Oh! Hey Jungs! Wollt ihr auch spielen? So scary-mäßig ist, dass ich mir jetzt in die Hosen machen müsste. Jungs? Ihr haltet Wache, okay? Yes, Sir! Wir halten Wache! Deswegen sind wir hier! Das hoffe ich doch. I'll go to sleep. Vierter Juli. Oh! Hallo, Marcus! Schön, dich zu sehen. 5 minutes remain. Na komm, 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 komm. Get up! Ey! Ich glaube, ich fliege! Ah! Ah! Marcus, ja, das war nicht so freundlich. Na gut. Ich denke aber, das war ein ganz guter Einblick in das Spiel. Ich glaube, es passieren auch noch deutlich mehr Sachen, die unterschiedlich sind, wenn man ein bisschen länger durchhält. Ich weiß auch nicht genau, was davon, was beeinflusst, wie lange man durchhält und wie lange nicht. Ich freue mich, dass ihr dabei gewesen seid. Wenn es euch gefallen hat, dann favorisiert das Video oder schreibt mir Kommentare. Abonniert mich auch gerne. Und wenn es euch nicht gefallen hat, dann könnt ihr das natürlich auch gerne hier bei mir lassen. Und ansonsten bleibt mir noch zu sagen, ich liebe euch alle. Bis zum nächsten Mal. Gott, ich habe so leicht Angst.